Das schlichte Outfit in Schwarz und Weiß täuscht nicht über ihren Einfluss hinweg. Christiane Arp ist die deutsche Vogue-Chefin. In der Modewelt setzt die 51-Jährige Akzente, entscheidet, wer in der ersten Liga mitspielt. In Berlin hat sie die Vogue Fashions Night Out ins Leben gerufen. Sie hat junge Modemacher ausgesucht, die sie besonders fördert, bringt ihnen die Publicity, die sie brauchen. Am Ende müssen diese jungen Menschen ihre Kleider verkaufen, damit sie weitermachen können. Also brauchen sie den Kontakt zum Handel. Den stelle ich her, weil ich den Handel kenne. Und es mir einen unglaublichen Spaß macht, diese jungen Menschen zu entdecken, ihnen weiterzuhelfen und sie auf die Bühne zu begleiten. Sie ist Modedesignerin, dann aber Journalistin geworden. Seit 9 Jahren leitet sie die Vogue. Das Magazin gilt als höchste Instanz in Modefragen. Die September-Ausgabe als Konjunkturbarometer für die Modebranche. Für Christiane Arp ist 2012 ein umsatzstarkes Jahr. 2009 dagegen war der Anzeigenmarkt eingebrochen. Seitdem gibt es dieses Event. Die nahende Weltwirtschaftskrise war eigentlich der ausschlaggebende Impuls. Zu sagen, dass wir uns natürlich auch als Bindeglied zwischen Designer und Handel verstehen. Und es war das Gefühl, dass wir den Handel unterstützen müssen. Mit dem Mode-Event will die Vogue-Chefin den Konsum ankurbeln. Die Designerin Dorothee Schumacher nimmt an dem Event von Anfang an teil. Sie ist schon international bekannt, hat 45 Geschäfte weltweit. Eigentlich treffen sich die Menschen und trinken und essen, aber dann lassen sie sich doch verführen oder und dann doch den Blick links und rechts. Und das ist eigentlich auch ganz schön, dass es halt eben beides nebeneinander oder miteinander geht. Und für mich ist es auch die ureigene Idee des Shoppens, dass man mit Freunden losgeht, einen wunderschönen Abend hat und wenn man dann doch das Piece des Herzens sieht, dass man dann auch sich die Zeit gönnen kann und ganz kurz anprobieren kann. Über 200 Läden buhlen an diesem Abend um Kunden, auch am Kurfürstendamm. Gekauft wird in Hamburg und München mehr, doch Berlin gilt als die deutsche Modestadt. Christiane Arp will in Berlin auch Publikum ansprechen, das bisher Schwellenängste hatte. An diesem Abend können die Kunden ein Fotoshooting erleben. Berlin ist sicher die internationalste Stadt, die wir haben in Deutschland und auch mit der meisten Strahlkraft. Auf der anderen Seite eine wunderbare Plattform für junge Designer, die ja zum größten Teil auch im Ausland studieren. Der Branche geht es inzwischen wieder gut. Die Fashion Night will Christiane Arp trotzdem weiterführen. Denn Jahr für Jahr machen mehr Geschäfte mit.